Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge Let's Play World of Tanks und diesmal wieder mit einem Panzer, den ich jetzt schon lange nicht mehr gespielt habe, dem T-34-3, ein Medium Tier 8 Premium der Chinesen und auch derzeit der einzige sozusagen richtig vernünftig käuflich erwerbbare Premium Medium, weil ansonsten, ich glaube, über Super Pershing braucht man nicht streiten, ist kein wirklicher Medium und der am nächsten noch rankommt an dem Medium, ist der FCM 50 Tonnen. Also von dem her, hier jetzt der am ehesten dem Medium entspricht und dem Medium Charakter hat, allerdings mit einer einzigen großen, ja, mit einem einzigen großen Unterschied, und zwar der Kanone. Die Kanone macht unglaublich gut Schaden, hat aber dafür 12 Sekunden Reload, einen Durchschlag von 175 und auch eine sehr, sehr lange Einzelzeit. Also einfach mal schnell rausfahren und jemand eine zu geben, ist fast unmöglich. Das sind so die Nachteile, die der Panzer hat. Aber wie gesagt, er hat... Man darf jetzt nicht nur die Nachteile erwähnen, sondern eben auch die Vorteile. Er ist recht wendig, er hat diesen guten Schaden, den man dann auch wirklich nutzen kann. Und dementsprechend muss man einfach so die Schwächen umgehen und die Stärken ziehen. Was den Panzer so ein bisschen schwierig macht zu spielen, ist die fast nicht vorhandene Gun Depression. Also der kriegt das Rohr so gut wie gar nicht runter. Das ist wirklich was, mit dem muss ich selber immer nagen. Aber ansonsten, wie gesagt, glaube ich, ist der Panzer wirklich, wirklich spaßig und wirklich spielbar. Ich hoffe, ich kann es euch jetzt mal ein bisschen demonstrieren. Mit Matchmaking haben wir natürlich super Glück. Brauchen wir nicht abstreiten. So, und aufgrund dessen, dass ich keine Gun Depression habe, werde ich jetzt hier rüber fahren. Da kann ich nämlich besser wirken, als wenn ich jetzt hier rüber fahre, wo ich dann doch noch mehr Hügel habe. So, dann geht's mal los. Wir fahren sozusagen schnellstmöglich auf C2 davor in die Ecke. Dann nutze ich jetzt hier direkt den Weg durch die Burg. So. Ja, die sind alle ein bisschen schneller als ich, aber Geschwindigkeit sieht man, die ist absolut, absolut akzeptabel und gut. 46 km/h, es geht sogar leicht berghoch, würde ich jetzt mal sagen. Also von dem her gibt es da nichts zu mäkeln. Ja. So, machst du den Scout, weil wenn du den Scout machst, dann bleib ich hier hinten stehen. Schau mal, was er macht. Sieht so aus. Auch da sind deutlich weniger Bäume zu sehen. So, mal gucken. Jetzt macht er noch nichts auf. Vielleicht kann ich dann in die Stadt rüber wirken. Ne, sieht nicht so aus. Okay, jetzt hat er ein bisschen was gefunden. Ah, der fährt hinten leider bei ihm entlang. Jetzt nicht wirklich unterstützen. Ne, da ist er. Das war für mich nicht erreichbar. Die Su. Sehr schön. Und man hat gesehen, da ging das Fadenkreuz ganz lange nicht zu. Und das ist einfach, wie gesagt, so die Schwierigkeit, die ich finde, die der Panzer mit sich bringt. Also, die Reload-Zeit ist es gar nicht. Und der Durchschlag. Das ist jetzt auch nicht unbedingt. Das ist bei vielen Premiums im 8. Bereich so, dass der Durchschlag im ähnlichen Wert ist. Aber wie gesagt, dieses ewig lange. Ich drehe es jetzt einfach mal, ich zeig's euch mal so. Und jetzt dauert's. Und jetzt geht's erst zu. Also das ist, was ich wie gesagt finde, dass den Panzer. Wo es den Panzer am schwierigsten macht. Dann fahren wir mal vor. Was macht denn der Jagdpanther da? Ja, auch interessant. Neuer Bereich, der mir so auch noch nicht bekannt war. So, jetzt hier auch mit dem Haus, also auch da die Map, die Überarbeitung hat, auch der finde ich ganz gut getan. Der
der kommt auf mich drauf. Das ist nix. Und der T29 erst zweimal. Jetzt lade ich mal schnell einmal lieber eine Goldschelle. Da hoffe ich mir einfach gerade so ein bisschen den Vorteil. Weil beim nächsten Schuss muss auch einer sitzen. Und selbst dann falle ich doch mal. Gut, nächsten wieder normal AP. Soll nicht sein. Was habe ich denn an Durchschlag mit Premium 250 und ich baller. Der dreht sich natürlich schön. Und da sieht man halt 420 Schaden. Das ist natürlich eine Ansage mit einem Premium. Mit einem Medium. Premium. Oh. Schade. Da konnte er fliehen. Vielleicht kriege ich das nochmal rein. So, mit einem Schuss. Trainer rausnehmen. So, T29 umfahren. Genau. So lief das ganz gut. Und jetzt rüber Richtung Basis. Da steht noch dieses ISU und wartet irgendwo auf mich. Und jetzt hoffe ich, dass jemand anders aufmacht. Ich gehe nicht auf, aber ich sehe auch nichts. Ne, da müsst er schießen. Jetzt bin ich offen. Trauen sich wohl auch noch nicht wirklich. Ah, okay. Na. Und da war es halt so, also gesagt, gefühlt schon ewig eingezielt. Nichts passiert. Und das ist das, wo ich das halt so ein bisschen ganz schwierig war. So, mit lächerlichen 98 dann den Kill gemacht. So, da ist noch der Jagdpanther jetzt hinten. Die letzten 15 Sekunden laufen. Den gebe ich noch eine mit. Eine letzte Schelle. Oder auch nicht. Ja. Das war eher unangenehm, aber egal. Ich glaube, man hat trotzdem von der Spielweise und vom Fahren her ein bisschen was vom Panzer sehen können. Er hat definitiv Vorteile, er hat aber auch Nachteile, die muss man einfach sagen, wie sie sind. Was hat es jetzt dafür gegeben? Ich habe ein bisschen Premium geschossen, das habt ihr ja gesehen. Es hat aber unterm Strich noch 54.000 rausgegeben. Also von dem her glaube ich, alles gut. Vom Schaden, oder von XP waren wir am Platz 3. Schaden am Platz 2. Und ja, ich glaube, das kann man lassen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich über einen Daumen freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal und Servus.